herzlich willkommen zum letzten Video von Mathemarius für 2022. Wir wollen uns heute in diesem Video mit dem Satz von Model beschäftigen. Ich möchte euch erklären, was die Aussage ist und warum gerade jetzt, warum nochmal so am Ende des Jahres ein Video, weil wir ein Jubiläum feiern wollen und im nächsten Jahr wäre es zu spät, da hätten wir das Jubiläum verpasst. Der Satz von Model wurde nämlich von Model vor 100 Jahren bewiesen, im Jahr 1922. Deswegen möchte ich also dieses Jahr noch über den Satz von Model sprechen. Was hat Model herausgefunden? Was hat er da gezeigt? Vielleicht vorneweg die Bemerkung, dass dieser Satz von Model die Mathematik der nächsten 100 Jahre, also von 1922 bis heute, maßgeblich beeinflusst hat und dass es da auch Verallgemeinerungen in diverse Richtungen gibt. Er hat auch eine Vermutung im selben Jahr aufgestellt, die dann viel, viel später erst bewiesen werden konnte. Vielleicht kommen wir am Ende des Videos darauf nochmal zu sprechen. Erstmal jetzt, worum ging es in dem Beginn dieser langen Geschichte im Satz von Model? Was hat er da gezeigt? Nun, der Satz von Model, der handelt von elliptischen Kurven. Was ist nochmal eine elliptische Kurve? Elliptische Kurve. Schreiben will gelernt sein. Die saubere mathematische Definition wäre zu sagen, das ist eine glatte, projektive, algebraische Kurve von Geschlecht 1. Also ich schreibe mal kurz ein paar Adjektive auf. Glatt soll sie sein. Glatt, schreibt man mit Doppel-T. Projektiv. Algebraisch. Und Geschlecht 1. Wem das jetzt alles nicht sagt oder wenig sagt, nicht so wild, nicht so schlimm, denn im Satz von Model geht es nur über elliptische Kurven, geht es nur um elliptische Kurven über Q. Ja? Und über Q kann man das noch anders ausdrücken. Man kann zeigen, ist nicht so schwer, dass jede glatte projektive algebraische Kurve von Geschlecht 1 über Q isomorph ist zu einer Kurve, die durch eine Gleichung folgender Bauart gegeben ist. Nämlich y² gleich x hoch 3 plus ax plus b. Weil wir es über q machen, also über q, sind ja die rationalen Zahlen, ja, müssten eigentlich, würde man jetzt erwarten, dass a und b aus q kommt, also dass das rationale Zahlen sind, aber es reicht tatsächlich, man kann sich auf ganze Zahlen hier einschränken und kriegt trotzdem alle elliptischen Kurven bis auf Isomorphie durch so eine Gleichung. Ja? Kann man natürlich auch anders beschreiben, elliptische Kurven über Q, aber das reicht aus. Also es reicht aus, solche Gleichungen zu betrachten. Und ich denke, da habe ich jetzt wesentlich mehr Zuschauer abgeholt als hier mit glatt projektiv algebraisch und Geschlecht 1. Ja? Also wir schauen uns jetzt rationale Lösungen dieser Gleichung an. A und B sind ganzzahlige Parameter, also die sind einfach festgelegt. Für jede elliptische Kurve ist A und B fest. Und x und y, das sind die Variablen und da suchen wir jetzt Lösungen. Und jetzt hat Model herausgefunden, dass die Lösungsmenge einer solchen Gleichung eine tolle Struktur hat. Also vorher war bereits bekannt, dass die Lösungsmenge immer eine Gruppenstruktur hat, eine Abelsche Gruppe sogar. Und er hat jetzt das einschränken können. Er hat jetzt zeigen können, dass eine bestimmte, sehr gut verstandene Klasse von Gruppen dabei nur auftreten kann und dass das nicht so allgemein ist, wie man nicht eventuell zunächst dachte, sondern wie man zunächst wusste. Ja, also er hat das präzisiert, was für Gruppen hier rauskommen können. Erstmal machen wir mal ein Beispiel. Also warum ist das interessant? Warum ist das eine interessante Frage, in der Zahlentheorie solche Gleichungen zu lösen? Wenn wir einfach mal für A und B ein paar Zahlen einsetzen, dann Beispiel. Wir könnten ja jetzt zum Beispiel y² gleich x hoch 3 plus 1 einfach mal machen. Also wir setzen a auf 0 und b auf 1. Und was sind jetzt Lösungen dieser Gleichung? Also welche Fragestellung steckt hier dahinter? Nun, das ist ja jetzt wohl eine Quadratzahl und das hier ist eine Kubikzahl. Wir stellen uns also die Frage,
welche Quadratzahlen sind um 1 größer als eine Kubikzahl? Ich denke, jedem kommt sofort eine Lösung dieser Gleichung in den Sinn. Also ein klassisches Beispiel, das spätestens ab der 5. Klasse ist es einem präsent, dass die 9, die Quadratzahl 9, ja gerade genau 1 größer ist als die Kubikzahl 8. Ja, also 9 ist ja 3 Quadrat und 8 ist ja 2 Kubik. Ja, also das, weil wir hier diesen Zusammenhang haben, dass eine Quadratzahl und eine Kubikzahl nur um 1 auseinanderliegen, das kennt man ja hier in diesem Beispiel. Und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, gibt es das häufiger? Wie viele Lösungen gibt es für diese Gleichung? Und wie sieht das aus? Nun, jetzt habe ich eben schon gesagt, war schon vorher bekannt, auf elliptischen Kurven hat man eine Gruppenstruktur. Man kann also Lösungen dieser Gleichung, also wenn man zwei Lösungen hat, dann kann man die addieren und bekommt eine weitere. Wie sieht jetzt diese Addition aus? Da sollte man vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren. Es ist nicht so, dass man hier einfach komponentenweise addiert. Also jetzt könnte ich ja zum Beispiel für diese Gleichung hier sagen, xy, was wäre jetzt zur Lösung, die man da hat? Für x wollten wir jetzt quasi die 2 einsetzen und für y die 3, aber man könnte natürlich plus minus 3, ja, sind beides Lösungen, das wären jetzt hier zwei Lösungen. Denn beim Quadrieren verliert man ja das Vorzeichen. Das ist übrigens recht eine einfache, aber vielleicht mal zu erwähnende Eigenschaft von, wenn ich elliptische Kurven in dieser Schreibweise schreibe, dann kann ich für y natürlich auch immer minus y einsetzen, weil beim Quadrieren verliert man das Vorzeichen. Ja, und jetzt könnte man sich die Frage stellen, wie addiere ich? Jetzt habe ich hier zum Beispiel zwei verschiedene Lösungen oder ich kann auch zweimal dieselbe Lösung zusammenzählen. Wie funktioniert das jetzt? Nicht so, wie man vielleicht intuitiv denkt, dass man hier komponentenweise macht. Also bitte schön nicht Folgendes machen. Das ist bitte nicht 4,6. Ja? Also nicht einfach komponentenweise addieren, denn wenn wir jetzt mal hier und 4, 6 einsetzen, dann hätten wir ja hier mal kurz die Kontrollrechnung, 36 gleich 4 hoch 3 ist 64, 64 plus 1, passt das? Nein, das passt nicht. Also so funktioniert die Addition nicht auf elliptischen Kurven. Man kann das aber geometrisch ganz gut beschreiben, das haben vielleicht schon manche gesehen, folgendermaßen nämlich, wenn ich zwei Punkte habe auf meiner elliptischen Kurve, also zwei Lösungen, dann kann ich die ja in der Ebene mit einer Gerade verbinden und kann mir anschauen, ob diese Gerade die elliptische Kurve in einem weiteren Punkt schneidet. Und da können wir jetzt mal den Satz von Bezout zu Rate ziehen. Der sagt, wenn wir im Projektiven uns befinden, sind wir ja hier, und haben zwei Kurven in der Ebene, dann ist die Anzahl der Schnittpunkte immer das Produkt der beiden Gerade. Hier diese elliptische Kurve, wir sehen das sofort, die hat Grad 3, da muss man ja immer den höchsten Exponenten sich anschauen. Nun, und wir haben diese elliptische Kurve, schneiden wir mit einer Geraden. Eine Gerade ist ein Polynom vom Grad 1 gegeben, hat also Grad 1. 3 mal 1 ist 1. Wir wissen also, wenn wir eine Gerade, beliebige Gerade, mit der elliptischen Kurve schneiden, kriegen wir immer genau 3 Schnittpunkte. Gut, ich habe jetzt ein bisschen geschummelt. Das gilt eigentlich für algebraisch abgeschlossene Körper. Q ist nicht algebraisch abgeschlossen, aber Q liegt ja in einem algebraisch abgeschlossenen Körper. Und man kann dann leicht nachrechnen, dass wenn man mit zwei Punkten startet, die über Q schon auf der elliptischen Kurve liegen, dann liegt dieser dritte Punkt, der erstmal nur über dem algebraischen Abschluss auf dieser Kurve liegt, der liegt dann tatsächlich auch über Q auf der Kurve. Also das geht alles gut. Der Satz von Bezout liefert uns hier also immer, wenn wir zwei Punkte haben, einen dritten. Und im Wesentlichen definiert man so, die Addition gibt noch eine Feinheit. Man muss das Vorzeichen von dem y austauschen, habe ja eben erklärt, das kann man immer machen. Also das ist die saubere Definition der Addition auf dieser elliptischen Kurve. Wenn man zwei Punkte hat, nimmt man sich den eindeutig bestimmten dritten, den der Satz von Bezout garantiert, und dann nochmal das Vorzeichen wechseln von dem y, von der y-Koordinate. Wichtig dabei, man macht das im Projektiven. Wem das nicht sagt, da kommt noch eine Lösung hinzu. Ja? Also wenn man nimmt nicht nur die rationalen Paare x, y, die diese Gleichung lösen, sondern man kriegt noch einen weiteren Punkt, den Punkt im Unendlichen, und der fungiert dann, wie man leicht nachrechnet, auch als neutrales Element in der Gruppe. So viel dazu.
Jetzt zur Aussage vom Satz von Mordell. Was hat er jetzt über diese Gruppe herausgefunden? Er hat Folgendes herausgefunden. E, Q, das sollen also die rationalen Punkte einer elliptischen Kurve sein. Also wir schauen uns die rationalen Lösungen von so einer Gleichung hier an. Sagt er, ist endlich. Na, noch nicht. Ganz fertig. So ist die Aussage falsch. Ist endlich erzeugt. Ja, das sagt er. Also diese Abelsche Gruppe ist endlich erzeugt. Und das ist wirklich eine super starke Aussage, die einem extrem weiterhilft. Denn endlich erzeugte Abelsche Gruppen, die waren auch vor 100 Jahren schon bestens verstanden. Ja, der Satz von Mordell, das ist ein Satz, den man normalerweise nicht im Grundstudium Mathematik beweist. Das ist quasi komplizierter, sage ich mal. Aber wie endlich erzeugte Abelsche Gruppen aussehen, also das sind die Basics in Mathematik. Also das sollte jeder Mathestudent recht früh in seinem Studium gehört haben. Ganz wichtige Aussage, auch sehr einfache Aussage. Wie sehen nämlich endlich erzeugte Abelsche Gruppen aus? Die haben einmal einen Torsionsanteil. Können wir kurz ausschreiben, also was daraus folgt. Also das sind jetzt alles Basics, dazu musste Mordell nichts mehr sagen. Ja? Das war dann jedem klar, wie das aussieht. Aber ich schreibe es jetzt mal auf, dass man einfach ein bisschen besser was dazu hat. Tor, das ist der Torsionsanteil plus. Und dann gibt es noch den freien Anteil z hoch r. Ich erkläre das gleich, weil vielleicht ist nicht jedem, der dieses Video sieht, diese Basic-Aussage von endlich erzeugten Abelschen Gruppen bekannt. Also, das hier sind alle Elemente aus der Gruppe endlicher Ordnung und die wichtige Aussage ist nun, das ist selber eine endliche Gruppe. Ja? Also das ist endlich. Das sollte hier kein Gleich sein, sondern nur ein Strich, der sagt, diese Gruppe hier ist endlich. Das ist eine Untergruppe von der hier und dieses R ist aus N0. Wir haben jetzt also hier den freien Anteil, das kann, die Zahl R kann sehr wohl 0 sein oder eben eine positive, natürliche Zahl. Und so viele Kopien von Z haben wir hier noch dran, der freie Anteil. Das bedeutet also, wir können jedes Element aus dieser Gruppe hier, also jede Lösung der Gleichung, eindeutig schreiben als ein Element aus dieser endlichen Torsionsgruppe plus eine Linearkombination von hier Basislösungen. Wir müssen uns also nur endlich viele Lösungen anschauen und können mit denen jede Lösung ausdrücken. Hier kurz noch eine Bemerkung hierzu. Wenn wir eine beliebige Gruppe uns anschauen, dann kann man sich natürlich immer die Teilmenge anschauen aller Elemente endlicher Ordnung. Und wenn die Gruppe jetzt vielleicht weder endlich noch abelsch ist, beziehungsweise wenn die nicht endlich erzeugt ist und auch nicht abelsch, dann kann es durchaus sein, dass diese Teilmenge noch nicht mal eine Untergruppe ist. Ja? Das nochmal kurz zur Klarstellung. Also das ist schon eine starke Aussage, aber das liegt alles in diesem Struktursatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen. Also dieses Ding ist sowohl Untergruppe als auch endlich. Das ist beides nicht klar im Allgemeinen. Ja? Es gibt abelsche Gruppen, wenn man sich da die Torsionsuntergruppe anschaut, also bei abelschen Gruppen ist das immer eine Untergruppe, dann ist die unendlich. Und es gibt nicht abelsche Gruppen, wenn man sich da alle Elemente endlicher Ordnung anschaut, dann ist das noch nicht mal eine Gruppe. Ja, also das Produkt von zwei Elementen endlicher Ordnung, das muss nicht endliche Ordnung haben. Hier ist das aber alles erfüllt. Also das ist hier die krasse Aussage. Und ganz konkret kann man natürlich die Aussage auch mal auf unser Beispiel übertragen. Wie sieht es hier aus? Also wir müssten jetzt irgendwie, gibt es hier eine Torsionsgruppe und dann gibt es hier noch so einen freien Anteil, der kann aber auch 0 sein. Genau dann, wenn das R 0 ist, dann ist der quasi nicht da, dann ist das hier einfach trivial. Dann gibt es also nur endlich viele Lösungen und das ist in unserem Beispiel hier der Fall. Ja, also hier in dem Beispiel ist R gleich 0 und da ist quasi EQ isomorph zu Z modulo 6Z. Es gibt also nur 6 Punkte auf dieser elliptischen Kurve. 2 haben wir hier schon gefunden. Ja, natürlich kann man auch, man kann ja auch sagen, 1 kann man hier nehmen, 0 und plus minus 1. Ne? Dass man sagt, hier hat man die Kubikzahl 0, die ist genau um 1 kleiner als die Quadratzahl 1. Da haben wir noch 2 weitere Punkte. Na, und dann haben wir natürlich noch den Punkt im Unendlichen. Und man kann hier natürlich auch andersrum
was könnte man hier noch machen, irgendwie, dass man hier vielleicht, dass der, genau, dass sich das zu 0 addiert, ja. Dass man hier minus 1 plus 1 ist 0, dann macht man hier so minus 1. Ja, also das ist quasi der fünfte Punkt und der sechste wäre jetzt das neutrale Element, der Punkt im Unendlichen. Das ist alles, was man hier hat. In diesem Beispiel mal gesagt, da haben wir wirklich keinen freien Anteil. Also könnt ihr euch auch gerne mal auf die Suche machen. Ihr werdet nicht mehr, wenn ihr jetzt größere Kubikzahlen euch anguckt oder Quadratzahlen und zieht eins an, ab oder addiert eins drauf, je nachdem von wo ihr ausschaut, also auf die Kubikzahl 1 drauf addieren oder von der Quadratzahl 1 abziehen, dann werdet ihr feststellen, dass die Zahl, die rauskommt, keine Quadrat- bzw. Kubikzahl ist. Ja, also das erhält man bei der Untersuchung dieser einen elliptischen Kurve. Aber der Satz von Mordell, der macht im Prinzip so eine Aussage, eine Strukturaussage über alle elliptischen Kurven über Q. Ja, jetzt haben wir schon 16 Minuten so gut wie voll. Das heißt, ich denke, das ist jetzt mal ein geeigneter Punkt zu stoppen. Oder sage ich noch ganz kurz was zur Verallgemeinung? Vielleicht ganz kurz. Also im selben Jahr, 1922, hat Mordell sogar eine Vermutung angestellt. Also für elliptische Kurven hat er die Sache bewiesen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn jetzt das Geschlecht größer als 1 ist, dann hat man ja keine elliptische Kurve mehr, dann würde er sogar vermuten, dass wir hier nie so einen freien Anteil haben, dass die Gruppe also immer endlich ist, beziehungsweise die Lösungsmenge, ja. Genau, das ist seine Vermutung gewesen. Also wenn Geschlecht größer als 1 ist, dann ist die Lösungsmenge immer endlich. Und diese Vermutung, die konnte dann tatsächlich in den 80er Jahren bewiesen werden. So lange hat es gedauert, von Gerd Faltings im Jahr 1983 sogar genau. 3 Jahre später, 86, hat Gerd Faltings, ein deutscher Mathematiker übrigens, dafür seine Fields-Medaille bekommen. Die erste Fields-Medaille, die an einen deutschen Mathematiker verliehen wurde und auch für lange Zeit die einzige. Erst kürzlich kam ein zweiter deutscher Mathematiker in den Genuss, auch eine Fields-Medaille gewinnen zu dürfen. Das war Peter Scholze. Damit genug für heute. Schön, dass wir das noch 2022 hinbekommen haben. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Da kann man noch natürlich über ganz viel weiteres reden. Ich habe hier nur einen groben Überblick über die Aussage gegeben, bin überhaupt nicht auf den Beweis eingegangen. Also da kann man noch ganz viel weitere Infos raushauen zu diesem Satz von Mordell und auch Theorie, die dahinter steckt oder Verallgemeinerung. Also wie gesagt, wurde in viele Richtungen verallgemeinert, weiß man inzwischen viel mehr. Aber es gibt auch noch wahnsinnig viele offene Fragen über elliptische Kurven. Zum Beispiel, wenn man sich diesen Rang hier mal anschaut. Also da gibt es offene Vermutungen, mit denen man Millionen Dollar gewinnen kann, Millennium-Problem und so weiter. Es sind so viele Sachen offen, also ein Feld, in dem man wirklich noch gut forschen kann. Ja? Also, das war's für heute, euer Mathe-Marius. Wir sehen uns dann im Jahr 2023 mit meinem nächsten Video wieder. Bis dann!